Nur noch 12 Tage, dann ist es wieder soweit und Kulmbach mutiert einmal mehr zum Mekka der internationalen Biker-Szene. Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was da auf die Bierstadt zurollt, geben am Montagvormittag die Verantwortlichen zur 12. Ausgabe der Motorradsternfahrt 2012. Und es ist fast so etwas wie ein kleines Familientreffen, das knapp 2 Wochen vor dem offiziellen Start im Bistro der Kulmbacher Brauerei über die Bühne geht. Wie jedes Jahr sind es die Vertreter der Brauerei, der Stadt und des Polizeipräsidiums Oberfranken, die die lokalen Medien über das diesjährige Programm informieren. Und das hat es mal wieder in sich. Eine Freestyle-FMX-Show vom Feinsten, jede Menge Live-Acts und erstmals ein Motorradgottesdienst, eine Verkaufs- und Verkehrssicherheitsmesse, Crashtests, ein Elektrobike und vieles mehr. Wir sind ja mit der Freestyle-Show schon in die Lüfte gegangen, dass man immer ganz nah ran muss, sondern sieht, was hier passiert. Und mit der LED ist ein langer Wunsch auch von uns in Erfüllung gegangen, dass man halt an den Crashtest dann wirklich auch komplett sehen kann. Aber auch Details aus der Sicherheitsmesse von den einzelnen Ständen einfach auf die LED bringen kann. Und der Axel Kavun mit KMA Media bringt natürlich, ich glaube, mit 3 oder 4 Teams unterwegs ganz, ganz viele Live-Bilder 2 Tage auf die große LED. Mit 5000 Sitzplätzen auf dem Gelände der Kulmbacher Brauerei bietet die Veranstaltung den passenden Rahmen für ein paar entspannte Stunden. Ja, und ansonsten haben wir ein tolles Musikprogramm, gerade auch für die jüngere Generation. Radspitz am Abend haben wir auch schon gespielt, als ich noch jung war hier in Kulmbach. Ich denke, begeistert jung und alt. Und mit Sharon Levy von Voice of Germany haben wir natürlich auch einen richtigen Top-Act im Vorabendprogramm, gerade für die jüngere Generation. Auch für Kulmbachs OB zählt die Motorradsternfahrt mittlerweile zu dem zentralen Ereignis in der Stadt. Das haben viele sicherlich nicht so erwartet, dass es diese Dimension und diese Größe annimmt, aber das ist wie bei vielen Sachen. Man muss einmal beginnen, man muss sie dann auch gut machen, dann werden sie angenommen und dann entsteht auch so etwas wie diese Motorradstandfahrt in Kulmbach, die inzwischen ja wirklich bayernweit bekannt ist und die Gäste aus ganz Europa anzieht. Und durch die überregionale Berichterstattung, durch Fernsehsender und natürlich auch durch Radiosender, hat die Stadt Kulmbach einen Mehrwert, den wir sonst nur sehr schwer bezahlen können. Dass die Veranstaltung mittlerweile an die 25.000 Besucher und bis zu 20.000 Biker anlockt, ist sicher auch ein Kompliment an das gute Zusammenspiel aller Beteiligten. 30.000 Biker und dann noch 10.000 Schaulustige, die also die Verbindung zum Bike suchen. Also ein überragendes Event mittlerweile in die Stadt. Ein Wirtschaftsfaktor für die Stadt Kulmbach und für das Land Kulmbach. Eine ganz tolle Plattform für die Polizei, für das Innenministerium, um sich zu präsentieren. Ich freue mich immer wieder, wenn zum Beispiel die Motorradfahrer aus Moskau da sind oder aus London welche kommen oder die Polizisten aus Paris alle da sind oder der eine Oberst aus Österreich, der alle Jahre immer wieder kommt. Also es ist wirklich sehr schön. Die haben das auch ganz fest in ihren Kalender eingetragen. Auch wenn das für die oberfränkische Polizei einiges an Mehraufwand mit sich bringt. Das Ganze muss natürlich geplant werden, zusammen mit der Kulmbacher Brauerei, mit der Stadt und dem Landkreis Kulmbach. Und dann muss sie an den 3 Tagen, für uns sind es ja 3 Tage, weil die Anreise am Freitag teilweise erfolgt, muss es polizeilich begleitet werden. Und das kostet uns den Einsatz von ca. 250 Beamten. Darüber hinaus geht es natürlich um weitaus mehr. Denn für die Ordnungskräfte steht vor allen Dingen das Thema Sicherheit rund ums Motorradfahren im Fokus. Und hier ist der Umstieg besonders schwierig, nach den Wintermonaten wieder aufs Motorrad zu steigen. Hier müssen wir mehr Angebote schaffen, um die Biker, die Motorradfahrer auf die neue Situation wieder mit dem Motorrad im Verkehrsgeschehen unterwegs zu sein, zu trainieren, zu üben und sie damit sicherer zu machen. Bleibt nur zu hoffen, dass bis dahin der Wettergott ein Einsehen hat und ein paar Sonnenstrahlen vom Himmel schickt. Na, ich hoffe doch auf schönes Wetter. Alles andere tut aber der Veranstaltung, denke ich, auch keinen Abbruch. Es gibt kein schlechtes Wetter für die Veranstaltung, sondern nur schlechte Kleidung. Und gerade die Motorradfahrer sind ja wirklich da mal bestens ausgestattet. Schade wäre es halt für unsere Bevölkerung in Kulmbach und im Kulmbacher Land, wenn es wirklich mal kein schönes Wetter wäre. Denn es ist ja doch ein riesengroßes Familienfest in geworden. Dann kann auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann wieder auf 2 Rädern einrollen, um am 28. und 29. April seinen offiziellen Part als Schirmherr zu erfüllen. Weitere Infos gibt es unter www.motorradsternfahrt.de.